Willkommen in Orga TV. Wir grüßen den Orga TV Team, ihre Eltern, ihre Neffen, ihre Cousins. Habe ich irgendjemanden vergessen? Tanten, Onkels, Großeltern, Freunde, Bekannte und alle Studenten der Universität des Saarlandes. Ja, hoffentlich. Heute ist der 2. Mai und das bedeutet, es ist Mai. Und was heißt das, Ali? Für mich heißt das erstmals normalerweise sehr viel Allergie. Aber Gott sei Dank, wegen dem schönen Wetter hier, wurde bisher noch nicht viel passiert. Was anderes, im Mai gibt es eine ganz besondere Tradition. Kennst du das, Edmar? Ja, und zwar ist es die Tradition des Maibaumes. Der Maibaum wird von einem jungen Mann aufgestellt vor die Tür seiner Angebeteten, um ihr zu zeigen, dass er sie mag. Und das ist eine sehr schöne Tradition. Ich habe nur leider keinen Maibaum bekommen. Oh, schade. Ja. Hättest du mir sagen sollen. Ich habe die ganze Nacht Maibäume schleppen müssen. Hast du so viele? Alles. Ja, ja, klar. Ja, ja, kleiner Playboy hier. Ja. Was sah man sonst noch im Mai? Im Mai haben wir sonst noch die, du weißt, es ist Sommer, es ist Semesteröffnungsfete. Anfang des Semesters ist das immer ganz klar, Ast organisiert ist, und das ist einfach eine tolle Party. Da muss natürlich jeder hin. Und zur Semestereröffnungsfete haben wir auch eine ganz tolle Verlosung für euch. Und zwar verlosen wir 2x2 Tickets für Donnerstag und Freitag. Die könnt ihr bei uns gewinnen. Im Laufe der Sendung wird noch bekannt gegeben, wie. Damit ihr wisst, was euch erwartet, werden wir euch jetzt einen Beitrag zeigen vom letzten Semester von der Asteröffnungsfete. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch drauf, und hier geht's los. Donnerstag, 28.04.2011. Die Aster-Semester-Eröffnungsparty ist wieder am Start. Und wir waren natürlich live dabei. Wir haben das Ganze ein bisschen in Uhrzeiten aufgegliedert. Hier sehen wir 21 Uhr die Schlangen, aber die Dancefloors. Alles noch leer. Hier hören wir ein paar Musikstile dabei. Wir hatten ja insgesamt 3 Dancefloors auf der Asterparty. Das war schon der Hammer. Und so langsam füllten die sich auch. Aber jetzt im Moment sind sie noch leer. Und die Theken genauso. Die Leute stehen noch ein bisschen anteilnahmslos. Gell, Marc? Ja, lustig. 23 Uhr. Da sah es schon ganz anders aus. Da waren die Massen schon am Trinken. Wir haben ein paar Leute gefragt, wie es aussieht. Ich würde gerne wissen, wie es euch gefällt, Mann. Ja, super. Ja? Wir sind zwar gar nicht gekommen, aber ja, sehr schön. Spät gekommen? Ja, wir waren noch beim Vorglühen und der Bus ist dann ja zu spät gefahren. Ja, wie jetzt? Warum soll ich schon früh da sein? Warum soll ich schon die Party haben? Tja, die coolen Leute kommen ja erst später. So immer so. Servus. Servus. Wie gefällt's dir denn heute Abend? Ja, es ist ein super Abend hier. Sehr gut organisiert, tolle Musik, viele coole Leute. Absolut korrekt. Hand aufs Herz, du hast schon gesoffen? Ja, noch nicht zu viel. Ich bin noch sehr gut dabei, aber ich kann mich noch in Grenzen halten. Und das kommt noch, nehme ich an. Ja, mal sehen. Wenn es schon anfängt. Also warum seid ihr erst so spät da? Wir kommen gar nicht von hier. Wir kommen von weiter her, also bei Kaiserslautern. Und deshalb hatten wir dann ein bisschen längere Anfahrt. Ja, aber man geht ja heutzutage auch nicht mehr so früh weg. Ja, unser Alter, ich weiß. Aber seid ihr jetzt extra wegen der Party aus Lautern gekommen, oder? Ja, klar. Ja. Los. Ach komm, bleib doch da. Bleib doch da. Ja, was ist denn los? Jetzt erzähl doch mal, wie findest du es denn hier? Ja, schön. Ja, wie schön? Also toll oder nur so ein bisschen? Ja, toll, wie immer. Unifete halt, ne? Ja? Ja. Seit wann bist du da? Seit einer halben Stunde ungefähr. Seit einer halben Stunde erst? Ja. Das war ziemlich wenig. Ich meine, es hat schon 9 angefangen. Ja, wir haben nur genug getrunken. Kommt da noch einiges, nehme ich an. Ich hoffe. Alles klar, dann sehen wir uns nachher bestimmt noch, oder? Ja, mit Sicherheit. Schön. Ich freue mich drauf.
Ja, wir sehen, 23 Uhr war der Moment, wo jeder angefangen hat zu trinken. Und um 1 Uhr ging es dann richtig los auf den Dancefloors zu den geilsten Hits, die es heutzutage so gibt. Und auch draußen war ziemlich die Hölle los. Alle Leute drängten sich um die Bierstände, um den Essensstand. Ja, jeder bewegt sich, alles geht ab. Wir haben mal die Security gefragt, wie es mit der Sicherheit aussieht. Kannst du mal kurz die Kamera sagen, wie es gewalttechnisch aussieht? Sind wir hier auf dem grünen Bereich oder? Im absolut grünen Bereich. Wie jedes Jahr ist die Veranstaltung hier hervorragend organisiert und dementsprechend gewaltfrei. Gute Stimmung, wie im Hintergrund zu erkennen ist. Wir sind begeistert, die Rettungskräfte sind begeistert, der Veranstalter ist begeistert, die Leute sind begeistert. Besser kann es nicht mehr werden. Super, wie sieht's aus mit dem Verlauf des Abends? Haben Sie noch irgendwelche Bedenken, dass durch zu viel Alkohol da vielleicht was passieren könnte? Oder denkt man, dass es doch ruhig verlaufen wird? Ich denke, es hält sich im Rahmen. Erfahrungsgemäß zwischen 2 und 4, wo die Stimmung ein bisschen zu kippen droht gelegentlich. Aber das sind dann Einzelfälle, Einzelpersonen. Und insofern haben wir freudige Erwartungen, den Abend gut hinter uns zu bringen. Alles klar, vielen Dank. Und genau zwischendrin, um 3 Uhr, haben wir mal die Herrenwelt gefragt, was sie mittlerweile so über die Damenwelt denkt. Saugeil. Hier sind wir, also pass auf, ich komme von der TU Kaiserslautern und hier sind einfach mal ein paar geile Mädels am Start. In Lautern ist die Quote von den Mädels 5% und hier 50%. Also was ist los? Also wir waren gerade bei den Mädels. Was? Wir waren gerade bei den Mädels. Wie findest du die denn heute Abend so? Ja, ey. Ja, ne? Das Shirt kennst du von der Bettkantstoße. Oder Comments. Aber ganz ernsthaft, hier, das ist einfach wie, wenn man einfach eingesperrt ist in seiner Wohnung, dann ein Freibad geht und einfach nur sieht. Na, dann hoffen wir mal, dass heute Abend jeder glücklich geworden ist. Wenn ihr es verpasst habt, nächstes Semester gibt es eine neue Chance. Ciao. Das war mal wohl eine Party, oder? Unglaublich. Und ich war den ganzen Tag in der Party, habe natürlich nichts mitgekriegt, weil ich gearbeitet habe. Das ist ja sehr schade. Was hast du gemacht? Ja, ich war im Getränkestand die ganze Zeit und so gegen Ende musste ich dann auch noch helfen, alles auszutragen und sauber zu machen und das Ähnliche halt. Unglaublich. Wie war denn deine Party letztes Jahr eigentlich? Gut, letztes Jahr war ich nicht dabei, weil ich selbst nicht mitgekriegt habe, was sehr schade war. Jetzt haben wir ein Gewinnspiel. Und vielleicht gewinnst du ja auch immer eine Karte und bist diesmal dabei. Die Frage ist, ob ich teilnehmen darf. Aber zum Gewinnspiel jetzt. Und zwar, die Frage lautet, von welchem Lehrstuhl wird das Multimedia-Praktikum angeboten? Die Frage müsst ihr beantworten per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse. Und zwar orgatv@orga.uni-sb.de. Schreibt uns einfach eine E-Mail, in der ihr die Antwort reinschreibt, euer Namen, euer Geburtsdatum und eure Handynummer, damit wir euch kontaktieren können. Es dürfen teilnehmen Studenten ab 18 Jahren. Diese müssen natürlich eine E-Mail an uns schreiben. Die Gewinner werden morgen um 12 Uhr gezogen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Vor allem darf man jetzt, werden sich wahrscheinlich die meisten fragen, warum ab 18 Jahren. Klar, es sind sehr viele auch 17-Jährige, also Minderjährige hier bei uns seit neuestem an der Uni. Deshalb muss man das extra mal noch betonen. Ihr dürft nicht mitmachen. Noch was anderes, Leute. Und zwar dürft ihr nicht vergessen, das war das Team, der Beitrag war von dem Team vom letzten Jahr. Die waren ein super Team, haben es super hingekriegt, aber wir haben ein ganz neues Team. Und jetzt wollen wir euch ein bisschen unser Team vorstellen. Und los geht's. Wir stehen hier vom Lehrstuhl von Professor Scholz. Hier findet mittwochs um 18.18 Uhr unsere Sendung statt. Ali, wie bist du zu ORGA-TV gekommen? Ich wollte schon immer mal bei ORGA-TV ein Praktikum machen und ich habe zum Glück eine der begehrten Plätze hier bekommen. Wenn ihr die Sendung letzte Woche gesehen habt, dann habt ihr auch erfahren, dass wir die beiden neuen Moderatoren fürs nächste Sommersemester sind. So eine Sendung kann man natürlich nicht alleine machen. Wir haben ein ganzes Team, die wir euch jetzt vorstellen werden. Ah, hier kommen schon unsere ersten Teammitglieder. Hallo, stellt euch doch mal vor. Hallo, ich bin die Sandra.
Hi, ich bin die Selina. Was macht ihr dann so? Wir sind zuständig für die Maske, das heißt, wir gucken, dass ihr nicht so glänzt in der Sendung. Besonders mein Kopf wahrscheinlich. Genau, und dass ihr gut aussieht. Ja, und außerdem machen wir auch noch die Deko. Wir gucken, dass es immer ordentlich aussieht und so. Und deswegen müssen wir auch jetzt schnell weiter, aber wir haben noch einen Termin im Botanischen Garten für eine Pflanze zu besorgen für die nächste Sendung am Mittwoch. Alles klar, dann viel Spaß. Gehen wir mal weiter. Ah, und hier ist schon Lukas. Hi Lukas. Hey, ich bin Lukas und ich bin Aufnahmeleiter für OrgaTV. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass die Technik und die Inhalte der Sendung auch irgendwie ein bisschen zusammenpassen. Weil ich aber schon direkt los muss, gebe ich euch weiter an Philipp. Das ist nämlich der Studioleiter für uns und der ist für die Technik zuständig. Hey Philipp, ich habe dir die Kamera mitgebracht. Ja, hi, ich bin der Studioleiter hier bei OrgaTV und ich bin für die Koordination für Technik und Licht zuständig. Und des Weiteren fürs Marketing. Ihr könnt ja mal kurz mit reinkommen, dann führe ich euch mal zu Kameraleuten ins Studio. Folgt mir einfach mal kurz nach und ja, dann geht's direkt weiter bei die nächste Gruppe. Hey, ich bin die Lea und ich bin hier zuständig für die Kamera 1. Und ich bin die Lisa und ich bin zuständig für die Kamera 2. Und wir sind hier so während der Live-Sendung so ein bisschen verantwortlich für die Kommunikation zwischen der Regie, die hier drüben sitzt. Sie können vielleicht mal kurz winken. Und den Moderatoren, die dann später hier vorne stehen. Ja, und außerdem ist halt auch noch wichtig, dass vor der Sendung erstens die Kameras aufgebaut und ausgerichtet werden. Und wir müssen uns halt auch noch mit dem Licht absprechen, damit halt nachher auch das Bild dann optimal ausgeleuchtet ist. Apropos Luis, kannst du mal noch den Weg da hier verstellen? Schon dabei, Lisa? Moment. Okay. Hi, ich bin der Luis und ich bin hier für die Beleuchtung im Studio zuständig und ich sorge dafür, dass das Moderatorenteam hier ins richtige Licht gerückt wird. Musla, was ist schon wieder mit Strom los? Jo, sorry. Hi, ich bin Johannes und hier für die Technik bei OrgaTV zuständig. Ich kümmere mich hier um die Verkabelung sowie den ganzen Computerkram draußen. Momentan kümmere ich mich hier um die Mikros. Hallo, wir sind hier für die Regie zuständig. Ich bin die Elina, ich habe die fertigen Beiträge auf dem PC, die dann während der Sendung eingespielt werden. Hey, stell dich mal vor. Nicht, wenn ich mische, habe ich doch gesagt. Soll ich mich vorstellen, oder was? Okay. Ich bin der Sebastian, auch bekannt unter dem Pseudonym DJ Fat. Ihr seht ja, ich habe das ganze Mischpult unter mir. Wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, aber irgendjemand muss sie machen. 1000 Knöpfe, ich muss alles auswendig kennen, aber ich mache es gerne. Mach mal ein anständiges Bild hier. Hallo, ich bin der Konrad. Ich bin der zweite Bildregisseur. Ich bin für die Kommunikation mit den Kamerafrauen während der Sendung verantwortlich. Und auch dafür verantwortlich, welches Bild von den drei oder mehr Kameras im Studio dann auch tatsächlich im Livestream zu sehen ist. Ich muss schon sagen, besonders gut haben mir die ersten zwei gefallen. Was meinst du? Die haben es echt drauf, finde ich. Also Ali, was hättest du denn gemacht, wenn du nicht Moderator geworden wärst? Also ich wäre erstmal Kameramann geworden wahrscheinlich. Das sieht ganz schön cool aus, wenn man mit dem Kamerad draufsteht und dann die ganzen Einstellungen machen muss. Ton hätte mir aber auch gefallen, auch Marketing. Also es gibt eigentlich viel, was man da rausholen kann. Ja gut, aber bei der Kamera hat niemand gesehen, dass du so machst. Ich wüsste es. Ja, genau. Was hättest du denn gern gemacht? Also ich hätte ja gern Marketing gemacht. Ich bin ja BWLer. Muss man ja machen. Oder vielleicht die Deko. Denn ich finde die Idee ziemlich gut, wie es hier aussieht im Studio. Mit der Pflanze und dem Tisch. Ja, muss man sagen, das haben sie sich wirklich gut ausgedacht, unsere Leute. Also die Deko-Leute haben das richtig gut gemacht. Nochmal Lob an die Deko-Leute. So. Ja, wie war denn dein Wochenende so? Mein Wochenende? Ja. Mein Wochenende war eigentlich am Anfang recht langweilig. Ich musste natürlich für meine Seminararbeit was schreiben.
14. Abgabe, da muss ich nochmal richtig Gas geben. Und je so gegen Ende haben wir uns aber doch entschieden, so eine kleine Party zu geben bei einem Kumpel von mir. Und ja, danach bis 2-3 Uhr ging es dann weiter. Und dann haben wir nochmal geschaut, ob wir was finden. Was schreibst du für eine Seminararbeit? Ich schreibe über künstliche Intelligenz, also ein bisschen, über Methoden wie neuronale Netze und logistische Regressionen. Also ganz interessante Sachen, aber ich glaube, wir sollten die Leute nicht noch mehr langweilen. Na gut, dann seht ihr jetzt unser Team Teil 2. Bitteschön. So, das war gerade unser Studioteam und jetzt besuchen wir mal noch nebendran das Kreativteam. Ich bin die Sarah und ich bin verantwortlich für die Beiträge. In meinem Team sind unter anderem die Redaktion und die Qualitätskontrolle der Beiträge. Am besten, wir besuchen jetzt mal die Redaktion. Also ich finde das nicht schlecht. Ja, aber guck mal, das ist ja viel besser allein von der Art und Design her. Ja. Schon, ja. Ah, hallo. Also willkommen in der Redaktion. Ich bin die Julia. Ich bin die Patricia. Bei uns werden eure und unsere Ideen gesammelt und verwaltet. Wir koordinieren das Ganze auch etwas. Ja, wir sind hier immer ganz fleißig kreativ und sammeln alle Ideen aus dem Team, versuchen das ein bisschen zu koordinieren und beim Unternehmen nachzufragen, sodass ihr auch jede Woche ein paar neue Hidden Champions seht. Und ganz oft arbeiten wir auch mit dem Marketing zusammen und das stellen wir euch jetzt vor. Okay, das ist ja, Hallo. Wir sind das Marketing-Team von OrgaTV. Ich bin die Michelle. Und ich bin die Sarah. Und wir wollen natürlich, dass ihr jeden Mittwoch wieder einschaltet. Und deshalb sitzen wir hier die ganze Woche und überlegen, wie wir euch wieder in Versuchung führen können. Sorry, zu spät. Mein Name ist Victor. Ich bin der Christian. Wir sind das Qualitätsteam bei OrgaTV. Und alles, was bei OrgaTV gesendet wird, kommt vorher über unseren Tisch. Das heißt, wir machen ein paar Richtlinien und wenn die nicht eingehalten werden, werden die Beiträge nicht gesendet. Also alles, was ihr seht, müssen wir erst kontrollieren. Also wir sind sozusagen die Chefs hinter dem Ganzen. Das sind ja ein Haufen Leute, die hier mitmachen. So ist es gar nicht so einfach, eine Sendung hinzubekommen, nicht wahr? Ja. Aber ich wollte dich nochmal daran erinnern, dass wir ein Gewinnspiel machen, bei dem ihr Karten für die Aster-Semester-Eröffnungsfete gewinnen könnt. Und zwar mit der folgenden Gewinnspielfrage. Von welchem Lehrstuhl wird das Multimedia-Praktikum angeboten? Ihr schreibt uns eine E-Mail mit der Antwort, eurem Namen, eurem Geburtsdatum und eurem Alter und der Handynummer an orgatv@orga.unisb.de. Apropos Aster, die Hidden Champion von Andreas Segel, unserem Vorstand und Organisator von von Aster Party, ist auf jeden Fall die Aster Party. Also Hidden Champion, Aster Party, das ist ganz klar. Ja gut, aber ich finde nicht, dass die Aster Party ein Hidden Champion ist. Warum? Das kennt doch jeder. Weißt du überhaupt, was ein Hidden Champion ist? Oh, wie scheint nicht. Da müssen wir den Lukas fragen, was der Hidden Champion ist. Lukas, bitte erklär uns, was es ist. Hey, mein Name ist Lukas und ich möchte euch unser Motto Hidden Champions von OrgaTV jetzt etwas genauer erläutern. Wir möchten euch, den Studenten der UDS, Sachen, die ihr so bisher noch nie gesehen habt, vor die Linse bringen. Das heißt, Personen, Cafés, Unternehmen, Läden, Clubs, Sportarten, Veranstaltungen oder einfach dein Lieblingsausflugsziel, von dem du schon immer gedacht hast, dass es einmal vor die Linse gehört, wollen wir euch hier näher bringen. Damit das Ganze nicht total ausartet, gibt es für uns 3 Kategorien. Das ist einmal on Tour im Saarland, Saarbrücken und sonst wo. Zweitens Personenunternehmen und drittens Uni-intern. Wir werden euch dieses Semester jede Woche ein Hidden Champion aus einer der 3 Kategorien vorstellen und hoffen, dass der ein oder andere dabei ist, den ihr so noch nicht kanntet. Ihr wisst einen Hidden Champion, der auf jeden Fall auch einmal gefilmt werden muss, dann schreibt uns eine E-Mail an orgatv@orga.uni-sb.de.
Ich hoffe, ich habe euch etwas Lust gemacht, auch die nächsten Wochen wieder einzuschalten und gebe jetzt wieder zurück zu Emma und Ali. Ach so, jetzt habe ich verstanden, was ein Hidden Champion ist. Sag mal, was ist eigentlich dein Hidden Champion? Also meine Hidden Champion ist ja das Theater. Wenn ihr vielleicht die letzte Sendung gesehen habt, dann habt ihr mitgekriegt, dass ich seit 10 Jahren Theater spiele. Und das macht auch riesig viel Spaß. Wir treffen uns immer freitags zum Proben in St. Anual in Saarbrücken. Und ich habe schon in meiner Theaterlaufbahn einen Haufen Theaterstücke mitgemacht und habe schon sehr viele verschiedene Rollen gespielt, die auch alle sehr lustig waren. Und dieses Jahr spielen wir auch ein ganz tolles Stück. Was spielt ihr dann? Das heißt, ich will raus. Und ich weiß, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, aber es geht um verschiedene Kinder, die in einem Kinderheim wohnen. Und zu ihrer Erheiterung spielen die ein kleines Theaterstück, das sie auch aufführen werden, und zwar Romeo und Julia. Ich spiele die Rolle der Elisabeth, die dann die Julia spielt im Stück. Und ich verliebe mich in einen Jungen, der heißt Georg. Aber leider kommt heraus, dass Georg mein Bruder ist und somit die Liebe halt nicht wirklich. Du solltest nicht so viel verraten, finde ich. Das stimmt eigentlich, ne? Also kommt am besten zu unserem Auftritt. Der wird irgendwann im November stattfinden. Ihr findet auch auf Facebook unsere Theatergruppe St. Pius. Und das wird sehr interessant. Willst du auch zum Auftritt kommen? Ja, natürlich. Das könnte ich doch nicht verpassen. Also du bist auf jeden Fall eingeladen. Ich würde auf jeden Fall kommen. Das ist super. Ja, ich habe auch einen Hidden Champion, musst du wissen. Und zwar die Bibliothek, die Seminarbibliothek. Ihr würdet euch denken, die Seminarbibliothek, wofür ist es da? Nur zum Lernen und sich konzentrieren und Hausaufgaben machen und ähnliche Sachen. Nein, es gibt die bibliothekarischen Spiele, die man dann heimlich macht. Oder auch sehr viele Möglichkeiten, mit den Leuten zu reden und Kaffee zu trinken und ähnliche Sachen. Also Seminarbibliothek kann ich euch wirklich empfehlen, ist ein super Ort. Was meinst du mit den Spielen? Da muss ich ganz vorsichtig sein, was ich hier sage. Es gibt zum Beispiel einen selbstgemachten Ball und dann natürlich auch Müllkörbe und man spielt da Basketball. Es gibt da kleine Fußballspielchen in der Bibliothek. Man hat ja auch genug Platz dort. Und was gibt es noch alles? Also alles mögliche Rollstuhlspiele. Es gibt diese Rollstühle dort und man versucht dann so schnell wie möglich. Ja, eigentlich stimmt das alles natürlich nicht. Wir gehen dann nur zum Lernen und ich nehme das alles wieder zurück. Nicht, dass ich jetzt noch Ärger von Nicole bekomme. Ja. Ja. So sieht's aus. Was ist eigentlich Hidden Champion von den anderen Leuten hier im Campus? Das frage ich mich auch. Und die Sarah, die hat auch die Leute gefragt auf dem Campus, was ihre Hidden Champions sind, und das ist die Antwort. Hallo, wir befinden uns heute auf dem Campus der Uni Saarbrücken und ich möchte von euch wissen, wer euer Hidden Champion ist. OrgaTV sucht heute deinen Hidden Champion. Ja, mein Hidden Champion ist eindeutig das Kavi und Nick. Und warum? Weil wir die besten Mitarbeiter sind und eindeutig die besten Sachen verkaufen und zum fairen Preis. Ich würde sagen, ich habe einen, und zwar Karate. Die Sportart mache ich schon seit 15 Jahren und das macht viel Spaß und ist sehr empfehlenswert. Hallo, wir suchen heute Ihren Hidden Champion. Haben Sie einen Hidden Champion? Ja, jetzt schon, nachdem ich weiß, was ein Hidden Champion ist. Mein Hidden Champion ist Katrine Ottosen. Das ist eine dänische Musikerin, die ganz tolle Platten rausgebracht hat, jetzt in der Sparte war. Call Me Cat heißt ihr Künstlername und My Champion. Hallo! Hallo! Wir suchen heute deinen Hidden Champion. Oh, mein Hidden Champion. Ja, ich war gerade in der neuen Bibliothek der Universität des Saarlandes und habe mich noch gar nicht ausgekannt, weil es das erste Mal war, dass ich die benutzt habe. Aber jeder hat mir weitergeholfen, weil ich musste ein Buch ausleihen. Ja gut, und jeder war super nett und ich habe mich super gut zurechtgefunden. Da habe ich zum Schluss noch ein kleines Präsent, eine süße Schokolade gekriegt. Wunderbar. Und jetzt hast du also endlich einen Hidden Champion. Genau, sie ist mein Hidden Champion, obwohl sie zuerst ein bisschen unsympathisch wirkt, aber jetzt mag ich sie richtig gern. Der Hidden Champion, denke ich, den ich präsentiere, kennt jeder Student, sollte jeder Student eigentlich auch lieben. Also ich kann ihn noch mal ganz kurz präsentieren, habe ihn mir jetzt gerade hier in einem großen Becher gepeilt und von daher muss ich sagen, mein Hidden Champion ist Kaffee, weil er einfach lebendig macht, weil er hilft zu lernen und ja, im Generellen einfach das beste Getränk ist, das es hier im Campus gibt. Hallo, wir suchen deinen Hidden Champion. Hast du einen Hidden Champion? Ja, meine Mama. Das ist aber schön. Zum Beispiel MTP. MTP, okay. Und was wäre dein Hidden Champion? Also der Lehrstuhl von der Frau Polzin-Haumann ist echt super. Okay, wunderbar, da haben wir unseren Hidden Champion.
Mein Hidden Champion ist Stefan Issel, weil er hat für mich die Welt nachhaltig verändert. Und was ist dein Hidden Champion? Mein Hidden Champion ist Ari Revolte und das ist eine Hip-Hop-Reggae-Ragga-Gruppe aus Heidelberg, die auf Deutsch und auf Französisch singt. Wunderbar, Dankeschön. Also wir suchen hier unseren Hidden Champion. Was ist für Sie ein Hidden Champion? Für mich ist Hidden Champion die Bildung insgesamt. Hä? Champion, du. Wir wollen heute von Ihnen wissen, wer Ihr Hidden Champion ist. Dr. Robert Schröder. Ja, Dr. Robert Schröder. Und wer ist das? Unser Ehrenchorleiter. Das ist so eine Stoffpuppe, die ist etwa so groß und mit der fahren wir heute auf Chorfreizeit. Ja. Wunderbar, dann wünsche ich viel Spaß. Dankeschön. Danke. Steve Pavlina. Und wer ist das? Der schreibt einen Blog über Persönlichkeitsentwicklung. Okay, vielen Dank. Wir suchen heute deinen Hidden Champion. Wer ist das? Ich bin mein Hidden Champion. Ich wurde nur entdeckt. Ja, selber hallo. Mein Hidden Champion ist das Saarland. Warum? Das Saarland ist das Herz Europas und wird generell unterschätzt. Hallo, wir sind heute unterwegs und suchen Ihren Hidden Champion. Sag doch ruhig du, ey. Okay, wir suchen deinen Hidden Champion. Hast du einen Hidden Champion? Ja, es gibt so ein Projekt hier in der Uni, habe ich mal gehört. Irgendwas mit der Mensa. Das Kenny Hen. Mensa Battle. Ja, genau, die sind mein Hidden Champion. Das finde ich eine total geile Aktion. Wunderbar, dankeschön. Und du? Also in dem Fall, wenn der Hidden Champion der Mensa Battle ist, dann ist Moritz hier mein Champion, weil er der Kreateur, der kreativ ist von der ganzen Sache. Also daher bist du mein Hidden Champion. Dankeschön. Also da seht ihr mal, was eure Hidden Champions sind. Was hat dir dann so gut gefallen hier? Also der beste Hidden Champion in diesem Beitrag war der Kaffee, denn ich fand das sehr lustig. Außerdem unsere Bar, nee, Bar ist es nicht, ein Kiosk, die Unique. Und dies fand ich auch, das ist ein richtig guter Hidden Champion. Stimmt, das brauchen wir auf jeden Fall, Kaffee. Ja. Zauber des Studenten. Ja, und was auch ziemlich gut war, fand ich diesen Mensa-Battle. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, hat man die Möglichkeit, ein bisschen das Essen zu schmücken, ein Foto zu machen und dann direkt mitzumachen, nicht wahr? Ja, verschiedene und Universitäten machen da ja mit. Und ich bin mal gespannt darauf, was das wird. Ja, auf jeden Fall ist es mal was anderes. Ja. Und man darf sogar und man soll sogar mit dem Essen spielen. Also man wird da noch belohnt. Also alles, was eure Eltern euch beigebracht haben, kurz mal vergessen und mit dem Essen spielen. Ich find's toll. Ich erinnere euch nochmal an das Gewinnspiel. Und zwar ist die Frage, von welchem Lehrstuhl wird das Multimedia-Praktikum angeboten? Gewinnen könnt ihr die Tickets für die erste Semesteröffnungsfete. Und ihr müsst eine E-Mail schreiben mit der Antwort an orgatv@orga.unisb.de. Bitte dort die Antwort hinschicken und euren Namen und Geburtsdatum und Handynummer. Und nicht vergessen, wenn ihr nicht mitmacht, kriege ich alle Elite-Tickets. Also ihr könnt euch überlegen, ob ihr da mitmachen wollt oder nicht. Dann verteilst du sie an deine Freunde, die dann alle kommen. Ja, natürlich. Ihr könnt uns auch gerne bei Facebook adden oder auf Gefällt mir klicken. Einfach eure ganzen Wünsche und Kommentare zur Sendung hinschicken. Und wir würden gerne lesen, was ihr denkt, was euer Hidden Champion ist. Da freue ich mich schon drauf. Das stimmt. Auf jeden Fall. Also es wird noch eine tolle Sendung werden. Also ich muss sagen, das war unser erster Versuch jetzt. Und wahrscheinlich haben wir auch sehr viele Fehler gemacht, aber wir haben unser Bestes gegeben. Ich glaube auch, das ist einigermaßen gelungen. Und zum Schluss will ich mich auf jeden Fall noch bei jedem hier bedanken. Jeder hat wirklich einen super Job gemacht. Hut auf, nicht wahr? Also es wird ein richtig tolles Semester. Und wir freuen uns drauf, euch ein bisschen was zu erzählen jede Woche, mittwochs um 18.18 Uhr auf OrgaTV. Und ja, ich freue mich drauf. Wenn ihr neue Ideen habt, könnt ihr uns genauso schreiben oder Verbesserungsvorschläge. Wir sind offen für alles. Und das ist nicht nur eine Sendung von uns, sondern von uns allen, von der ganzen Universität. Also einschalten, mitmachen. Nächste Woche mittwochs. Bis dann. Tschüss. Tschüss.